einmal erwähnen, dass ich die tollste Freundin bin, weil ich dir das coolste Weihnachtsgeschenk geschenkt habe. Schau, du kannst Belichtung einstellen. Ja, ignoriert das gekauft. Ja, kannst du. Du kannst alles einstellen. Zoom. Darfst du jetzt mal ein bisschen mit der Kamera beschäftigen? Geil! So, Freunde, jetzt gehen wir mal Bagger waschen mit der neuen Vlog-Kamera, damit ihr mal gescheite YouTube-Videos kriegt. Hat sie mir sehr gut zu Weihnachten geschenkt. Sehr brav ist sie. Danke. Gerne. Danke. So, gehen wir mal Bagger waschen, Burschen und Mädels. Aber das Wichtigste ist immer, bevor wir einsteigen ins Auto, Standheizung einschalten. So. Wo ist er, der Kollege? Da ist er. Sehr schön. Aber da fährt noch das Zugfahrzeug. Ah. Das werden wir geregeln. Ja, Freunde, und da beim Ankuppeln ist halt krass, wenn man sowas hat. Ah, so geht das leicht. Also nie wieder Auto ohne Rückfahrkamera. Der Hänger ist wirklich richtig geil, weil er eben so tief und so breit ist. Zum Autofahren ist er echt super. Aber da merkt man halt, mit dem Stützradl ist meistens das Problem, weil du hast halt wirklich überhaupt keine Freiheit und das Radl kann sich nicht abklappen. Das heißt, ihr braucht meistens da unterhalb einen Karl, dass du abstützen kannst. Ist zwar nicht super, aber geht auch. Ja, und wie wir sehen, braucht er wirklich dringend einmal seine Wäsche, weil der schaut ja echt schon aus. Also ein Graus. Dann gehen wir es einmal an zum Waschplatz des Vertrauens. So, Freunde, dann gehen wir es einmal an. Als erstes ist einmal wichtig, wenn Sie einen Bagger in der Konfiguration wascht, dass ihr euch überlegt, in welche Richtung ihr das Ganze waschen werdet. Weil wir haben da ja überall Fett stehen. Schauen wir uns das einmal an. Da ist ja überall Fett oben. Das heißt, wenn Sie jetzt nach vorne spritzt mit der Lanze, dann werdet ihr das ganze Auto dreckig machen, weil das Fett fliegt davon. Das fliegt alles dann in diese Richtung. Dementsprechend müsst ihr euch überlegen, wenn ihr sowas macht, wie ihr spritzt. Also immer in diese Richtung. Ja, schauen wir uns das an, dass wir uns nicht komplett versauen. Was gibt es jetzt zum Beachten, wenn wir einen Bagger waschen? Im Prinzip nicht viel. Also wie schon gesagt, wir haben da überall fettige Gelenke, Fett, Fett. Und wenn wir da jetzt mit der Lanze zubespritzen, dann spritzt das alles davon. Dementsprechend ist es immer besser, wenn ihr nicht eine komplette Generalreinigung machen wollt, dass ihr diese Fettstellen ein bisschen auslasst und im Vorhinein das Spachtel ein bisschen abkratzt. Ich will jetzt eigentlich nur meinen Lack ein bisschen waschen, weil der einfach voll mit Salz ist vom Winter. Und dementsprechend werde ich jetzt einfach zuerst einmal anwaschen, ein bisschen nass machen, einwirken lassen und dann mit meinem Mittelchen, was ich mit habe, drüber waschen und ihr werdet sehen, dass solche Sachen wie der Fettstreifen da und die ganzen Flitzen
die ganzen Flitzereien, was wir da haben vom Fett, das wird alles super schön allein mit dem Mittel runtergehen. Und immer schön in die Kühler waschen. So, holen wir unser Mittelchen. Das ist wirklich ein Zaubermittel. Ein richtig schöner Lackreiniger. Auf die Finger kriegen soll es den nicht, glaube ich. Der ist eher nicht so geeignet als Hautpflege. So, und da lassen wir jetzt einmal die ganzen Fettstellen alles richtig schön ein. Und dann werdet ihr schon sehen, wie das da runterrinnt, das ganze Fett. Ja, da löst das sich schon sehr schön. Beim Baggerwaschen hat man immer so seine Schwerpunkte und zum Beispiel das Laufwerk ist kein Schwerpunkt, weil es ist einfach nur dreckig und das reinigt sich sozusagen von selber, sobald das einmal trocken ist, der ganze Dreck. Ich fokussiere mich eigentlich nur auf die Kabine und auf die ganzen Scheiben, weil da will ich ja schön aussehen und vor allem der Oberwagen, der schaut einfach super aus dann, wenn er wieder schön glänzt und der Baggerarm an sich zum Beispiel, der ist ja auch immer dreckig und voll mit Fett. Das heißt, den vernachlässige ich beim normalen Waschen sonst auch immer relativ, weil ich nicht immer Lust habe, dass das Fett herumspritzt. Das tue ich nur so ein bisschen abwischen. Aber wie gesagt, die Kabine an sich waschen, der ist super. So, schaut schon besser aus, die Lage. Viel schöner. So mal so eine Baggerwäsche Light, die Deluxe-Variante gibt es immer am richtigen Waschplatz, aber im Winter soll man ja durchgehend ein bisschen spritzen. Vor allem an Hänger und die beweglichen Teile.
und vor allem auch die Ratschengurt, weil das sonst alle mit dem Salz ausschauen wie Schwein und dementsprechend hin werden. Und vor allem auch da bei den Hängerteilen soll man schön drüber waschen, weil sonst hast du nicht lange Freude mit dem Hänger, wenn das Salz zusammen ist. So, schön ist er wieder. Wunderbar. Aber wenn wir schon dabei sind beim Bagger-Wellnessen, dann kriege ich natürlich auch gleich wieder einen vollen Tank. Und die Scheiben wischen wir auch gleich nach, sonst schaut es aus, als ob wir gar nicht putzt hätten mit dem kaltigen Wasser, das wir da oft haben. So. So, passt, fertig getankt. Und was tue ich? Jedes Mal. Glaubt ihr, ich nehme da einen Zettel mit? Nix. Wir haben da alles schon digital eingescannt. Da ist das Scan drinnen. Ich tue nichts mehr Zettelwirtschaft machen. Rechnungseingang. Bagger, BB, super. Und fertig. Und hochladen. Fertig, ist schon in der Buchhaltung drin. So macht der Workflow Spaß. Ja, Freunde, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man so einen tollen Bagger wascht. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt mir was Geiles in die Kommentare. Wie wascht ihr euch einen Bagger? Wascht ihr ihn überhaupt? Was macht ihr damit? Putzt ihn? Schaut aus wie Schwein oder was tut ihr damit? Erzählt mir das, kommentiert, liked und schreibt mir rein, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Wir sehen uns, euer Anbaggerer!